Hallo Wieland, gut, dass du kommst. Du musst noch mal los. Wieso das denn? Wir haben einen kleinen Engpass, weil der Grabowski mit seinem LKW eine Panne hatte. Und die Teile hier müssen heute unbedingt noch raus. Also eigentlich habe ich jetzt Feierabend. Ich weiß, nützt aber nichts. Und du kennst doch die momentane Situation. Kann ich wenigstens noch einen Kaffee trinken? Oder fällt das auch flach? Komm, jetzt red hier nicht so lange rum, pack lieber die Klamotten ein. Der Knut soll dir kurz helfen und dann mach, dass du vom Hof kommst. Ey, wo ist denn Knut? Der soll mir schnell aufladen helfen. Weiß ich auch nicht, den suchen wir auch schon seit einer Stunde. Mensch, immer dieselbe Scheiße. Fährst du stundenlang, machst hier eine Menge Überstunden und aufladen kannst du dann auch noch selbst. Was willst du denn, Wieland? So bleibst du doch wenigstens fit, hm? Sehr witzig. Ihre Teile und eine kleine Unterschrift. Besten Dank. Schön, tschüss. Mal bitte so nett sein und die Arsch unterschreiben. Moment. Hören Sie mal nicht so, junger Mann. Entschuldigung, ist aber sehr dringend. Wo soll's denn hin? Na schön, ist darüber. Ah. Kommt die Pfeife noch von rechts an, kann aber du fahr schon. Na endlich, Wieland. Menschenskinder, wo waren Sie denn so lange? Unsere Monteure können ohne die Teile doch nicht weiterarbeiten. Was sind so, wie voll die Straßen um diese Uhrzeit sind? Ja klar, aber was soll ich denn machen? Wir haben ja auch unsere Termine einzuhalten. Komm, hilf ihr mal. Dazu muss ich mich auf Sie verlassen können. Ja, ich weiß, aber ich kann auch nicht zaubern. Ich mach ja schon so schnell ich kann. Herr Wieland! Was denn noch? Ein Anruf vom Lager, Sie sollen nicht zu Ingmann fahren, sondern erst zu Taibach. Ja, prima. Ein Riesenumweg. Die spinnen doch wohl. Wie soll ich denn das schaffen? Keine Ahnung. Tut mir ja leid für Sie. Ich richte es ja auch nur aus. Ach, Wieland, wenn Sie das nächste Mal vorbeikommen, dann lade ich Sie auf einen Top-Kaffee ein. Schön wäre es ja.
Bis dann. I need to see what...